Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem ersten Webinar IDES, Digitale Transformation der Normung, Ausgangssituation und Vision. Wir, das sind, ja, das ist, bin ich, mein Name ist Mario Schacht vom DIN. Ich sitze jetzt hier in Berlin. Damian? Ja, Damian Czarny, mein Name, DKE. Und schöne Grüße aus Frankfurt. Schönen guten Morgen, Sebastian Kriegsmann, Strategieentwicklung bei DIN. Ich habe heute keinen aktiven Part im Webinar. Ich werde Ihre Fragen, die Sie gerne in den Chat schreiben können, weil wir dieses Webinar aufzeichnen. Also schreiben Sie gerne Fragen, die Sie haben, in den Chat. Und ich werde unsere beiden Referenten dann darauf hinweisen und Ihre Fragen an geeigneter Stelle einbringen. Wir werden auch circa in der Mitte des Vortrags, also wenn die beiden Referenten wechseln, auch nochmal einen Slot haben, wo Sie etwas mehr Zeit haben, Fragen zu schreiben in den Chat. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir hatten einen Plan. Wir wollten Anfang März eine konstituierende Sitzung durchführen. Das hat ja aus bekannten Gründen nicht geklappt. Dafür haben wir dann einen aktuellen Plan uns überlegt, den wir mehrstufig gestalten. Heute beginnen wir mit einer einstündigen Information über die Ausgangssituation und die Vision von Smart Standards. In einer Woche gibt es dann ein zweites einstündiges Webinar, wo wir dann etwas konkreter werden über die Herausforderungen und Ziele und unseren eigentlichen Workshop. Der geht dann über 4 Stunden, werden wir dann in 2 Wochen durchführen, indem wir mit Ihnen zusammen in den Dialog gehen, Arbeitsgruppen bilden können, Schwerpunkte und nächste Schritte herausarbeiten möchten und im Prinzip dann tatsächlich auch das einlösen möchten und wollen, was wir uns ursprünglich gedacht haben, nämlich tatsächlich eine konstituierende Sitzung durchzuführen. Ja, Thema des heutigen Vortrages. Zukunft braucht neue Formen von digitalen Standards. Das nennen wir Smart Standards. Das kann man ja so sagen. Zukunft braucht neue Formen von digitalen Standards. Das ist ja so eine Behauptung, die wir im Laufe unseres Seminars, unseres einstündigen Informationen eigentlich belegen möchten. Nämlich die rhetorische Frage, die wir weiter unten gestellt haben, warum brauchen wir eigentlich eine digitale Transformation der Normung und der Normen, also der Ergebnisse der Normung und welche Aufgabenstellungen und Konsequenzen ergeben sich daraus? Ja, vielen Dank, Mario. Ich übernehme jetzt. In unserem Webinar geht es um die Digitalisierung der Normung. Ich möchte Sie nun nicht mit irgendwelchen Definitionen langweilen zur Digitalisierung oder zur Normung. Vielmehr möchte ich eine kleine Gegenüberstellung machen. Der selbsternannte digitale Darwinist und Evangelist Karl-Heinz Land hat dazu folgende 3 Digitalisierungsthesen aufgestellt. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Doch was heißt das für die Normung? Bei der Digitalisierung geht es um die digitale Erfassung der Informationen. Also in der Normung sind das alle relevanten Informationen, die wir irgendwie digitalisieren müssen. Technischen Regeln, in Normdokumenten, ganze Regelwerke wie die CDD, das Common Data Dictionary oder DIN Term, aber auch dazugehörige Metadaten oder Kennzahlen des Vertriebs sind Informationen, die digital erfasst werden könnten. Bei der Vernetzung geht es darum, die zuvor digital erfassten Informationen miteinander zu vernetzen. Erst wenn die Informationen vernetzt sind, kann man sich ein vollständiges Bild von etwas machen. Also für die Normung müssen wir die einzelnen technischen Regeln, die aktuell in den Normdokumenten sind, miteinander verknüpfen. Welche Regeln referenzieren hier auf welche anderen Regeln? Innerhalb, außerhalb von Normdokumenten? Wie mit Verweisen auf Inhalte aus Datenbanken, wie eben der Common Data Dictionary? Wie sieht es mit Anwendungsinformationen aus? Das alles muss irgendwie digital zusammengebracht werden. Plus haben wir Automatisierung. Das bedeutet, die ganzen Prozesse drumherum müssen ebenfalls digitalisiert, sprich automatisiert werden.
zumindest soweit das irgendwie geht, beziehungsweise auch sinnvoll ist. Ein Beispiel ist die Erstellung von Normen. Die könnte zum Beispiel tool-unterstützt erfolgen, wo die Regeln der Normung überprüft werden. Metadaten können aus dem geschriebenen Text automatisch abgeleitet werden. Und das alles, wie gesagt, tool-unterstützt. Vieles auf diesen drei Stufen ist denkbar und vieles davon haben wir bereits. Die Frage ist nur, ist das alles digital, vernetzt und automatisiert genug? Das ist genau das, worauf wir bei der Digitalisierung der Normung Antworten finden müssen und auch Antworten geben wollen. Nachdem ich jetzt viele, wir müssen das oder wir müssen jenes in den Raum geworfen habe, möchte ich Ihnen an einem Beispiel erklären, wie das mit der Digitalisierung der Normung aussehen könnte. Quasi unsere digitale oder unsere Vision der digitalen Norm, nennen wir das ganz gerne. Betrachten wir hierzu einen beliebigen Normanwender. Ein Normanwender kann in unterschiedlichen Industriefeldern aktiv sein, also Cybersecurity, Robotics, IoT etc. Die Arbeiten, die an einem zum Beispiel einem Produkt oder Dienstleistung gemacht werden müssen, erstrecken sich für gewöhnlich über mehrere Abteilungen. Diese können zum Beispiel sein Planung, Entwicklung, Produktion, Umsetzung, Service und Support. Innerhalb dieser Bereiche hat man mehrere Prozessschritte, die von unterschiedlichen Leuten die digitale Norm ins Spiel oder die Norm als solche. Hier sind ja für unterschiedlichste Bereiche relevant. So haben wir Normen, die für die Entwicklung und Planung relevant sind, weil die Anforderungen an ein Produkt beispielsweise definieren. Oder wir haben Pflichten, auch berufliche Dokumentationspflichten, die vielleicht für den Service und Support von Bedeutung sind. Oder wir haben Informationen, Vorgaben in Normen zu Wartungsintervallen oder generell zu Sachen, die mit dem Betrieb zu tun haben. Das Schwierige hier an dieser Sache ist, zu entscheiden, für wen welche Norm relevant ist. Oder noch schwieriger, wenn es eine einzige Norm sogar ist, zu entscheiden, welche unterschiedlichen Bereiche einer Norm eigentlich für wen relevant sind. Deswegen verwundert es nicht, dass aktuell diese Pfeile eigentlich für Menschen stehen, die genau diese Leistung eigentlich vollbringen. Sie analysieren und interpretieren die Normen und überlegen, in welche unterschiedlichen Bereiche die Informationen einfließen müssen. Und unsere Vision jetzt der digitalen Norm ist es, genau das durch einen modernen Informationsfluss zu ersetzen. Weil in einer zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung, wo der Mensch sich ja immer weiter aus Prozessen und dem Informationsfluss herauszieht, ist es nicht mehr tragbar, einfach nur eine PDF beispielsweise hier zur Verfügung zu stellen und darauf halt zu verlassen, dass der Mensch das schon irgendwie hinkriegt, sondern wir wollen eben diesen modernen Informationsfluss automatisiert, tool-unterstützt realisieren, indem wir die relevanten Informationen in der passenden Form und wann und wo immer sie auch benötigt werden, bereitstellen. Ja, das ist unsere Vision und wir hoffen, dass dieser Informationsfluss halt effektiver ist, kostensparender, nachweisbar und natürlich auch weniger fehleranfällig ist. Und um das Ganze realisieren zu können, kann man nicht einfach nur ein neues Produkt, das man digitale Norm oder Smart Standards nennt, anbietet, sondern drumherum muss ein ganzes Ökosystem mit unterschiedlichen Technologien und IT-Systemen bereitgestellt werden, die das Ganze unterstützt. Wir haben gesehen, im Zentrum dieser Vision steht die digitale Norm und die digitale Norm wird gebraucht, weil der Normanwender, wie gesagt, neue Anforderungen an Zugriff, Form und Inhalt der Norm stellt. Aktuell wissen wir aber noch gar nicht so richtig, was die konkreten Anforderungen an so eine digitale Norm sind. Aber wir sind schon länger an diesem Thema dran und können so erste grobe Eigenschaften ableiten, die hier für digitale Normen besonders wichtig sein könnten oder sollten. Beispielsweise, wir brauchen eine bessere, semantischere Eindeutigkeit. Die technischen Regeln in den Normen sind zu unpräzise. Das bedeutet, sie sind nicht genau genug, um für die Automatisierung oder andere digitale Prozesse verwendet werden zu können. Stichpunkt Gleichgewichtigkeit. Das Normdokument ist ein zu großer Informationsträger, der sich schwer weiterverarbeiten bzw. gar vollständig durchsuchen lässt. Das heißt, wir müssen eigentlich weg vom Dokument und hin zu Informationen oder Informationsmanagement.
eben halt um die einzelnen technischen Regeln greifbar zu machen. Damit wir die vielen kleinen Teile irgendwie managen können, brauchen wir eine gewisse Kontextsensitivität. Das heißt, auch ohne Dokument müssen wir wissen, was bedeutet eine Regel, wann ist sie anzuwenden und wie steht sie mit anderen Regeln in Verbindung. Wenn wir jetzt, wie in der Vision, die relevanten Informationen zur Anwendung bereitstellen wollen, dann müssen wir einen viel stärkeren Anwendungsbezug entwickeln. Wann wird welche Information benötigt? Von wem wird sie benötigt? Hier hat sich die Normung traditionell eigentlich immer versucht, ein bisschen herauszuhalten, auch wegen wettbewerbsrechtlichen Aspekten. Allerdings rächt sich genau das ein bisschen jetzt in der Digitalisierung. Wir müssen gucken, ist das noch zeitgemäß? Müssen wir vielleicht hier auch wirklich noch auch daran was ändern? Oder wie gehen wir generell mit dieser Problematik um? Weitere wichtige Themen sind Austauschbarkeit, Automatisierung, Auswertbarkeit, alles wichtige Themen, die besonders in Verbindung mit diesem neuen Anwenderfokus ja völlig neue Möglichkeiten eröffnen könnten. So zumindest unsere ersten Erkenntnisse diesbezüglich. Nun, nachdem wir jetzt die Vision kennen und auch die neuen Eigenschaften, wie kann jetzt solch eine digitale Norm konkret aussehen? Nachfolgend jetzt ein paar Beispiele, die jetzt vielleicht jetzt nicht allzu ernst genommen werden sollten, aber das sind jetzt Sachen, die vielleicht in Zukunft immer stärker eingesetzt werden könnten. Beispielsweise Markup Languages wie XML. XML eignet sich sehr gut, um Informationen besser zu strukturieren und zu verarbeiten. Ein Beispiel ist die Definition von Formeln mittels MathML. Wir können die Eigenschaften, Parameter und auch das Ergebnis einer Formel genau angegeben werden. Das ist allerdings nicht nur auf Formeln begrenzt, auch Diagramme oder Informationsmodelle lassen sich mittels XML beschreiben. Eine andere Möglichkeit sind quasi Datenbanksysteme. Eine Norm steht ja selten für sich allein. Vieles aus einer Norm kann in anderen Normen eigentlich wiederverwendet werden. Nicht ohne Grund gibt es ja fast schon eine unüberschaubare Zahl von normativen Referenzen. Eine Möglichkeit wäre, wie gesagt, das in einer Datenbank zu managen. Dann kann man auf die Funktionen einer Datenbank zurückgreifen, die verbesserte Suche, Konsistenzprüfung etc. Hier auf dem Bild ist das ist die CDD abgebildet, also das Common Data Dictionary der IEC, als ein Beispiel für so ein Datenbanksystem. Datenbankinformationen sind aber meistens eher starre oder etwas statische Informationen, wie zum Beispiel immer eine Dicke einer Außenwand oder andere Merkmale. Und das Problem ist aber, dass komplexe Sachverhalte lassen sich damit nur eher ein bisschen schwieriger beschreiben. Dazu bräuchten wir eigentlich Funktionen, Abhängigkeiten, Bedingungen. Und hier haben sich eher Modellierungsansätze bewährt, wie beispielsweise hier UML mit Klassenbeschreibung, auch Ablaufsdefinition. Das Ganze ja, ist dann ein bisschen von der Aussagekraft oder Formalisierung mächtiger. Eine andere Alternative wäre es, zum Beispiel Ontologiebeschreibung zu verwenden. Mit solchen Verfahren kann man ebenfalls auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen, Hierarchieebenen arbeiten und komplexe Prozesse und Abläufe beschreiben, Übergänge definieren. Auf diesen Modellen können dann sogar Berechnungen, Verifikationen, Simulationen vorgenommen werden. Und ja, hat natürlich hier und da gewisse Vorteile dann. Ja, das alles waren jetzt mehr oder weniger Beispiele zu Alternativen zu Text. Wie sieht es aber mit dem guten alten Prosa aus? Auch hier gibt es Ansätze, die verwendete natürliche Sprache ein Stück weit zu formalisieren. Im Requirement Engineering Bereich haben sich sogenannte kontrollierte Sprachen oder Sentence Pattern bewährt, die Vorgaben machen, wann welche Wörter oder Satzbestandteile verwendet werden können. Somit lässt sich der notwendige Interpretationsspielraum reduzieren und auch eine maschinelle Verarbeitung kann dadurch erleichtert werden. Ja, die Darstellungsformen, die ich Ihnen gezeigt habe, sind nicht wirklich alle neu. MathML wird bereits in Gremien verwendet, auch hier und da stößt man auf UML-Diagramme.
Das Wichtige ist jetzt, was wir quasi hier auch Ihnen mitgeben wollen, ist, es ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht die eine zukünftige Form einer Norm geben wird. Es wird nicht irgendwie in Zukunft alles über UML-Diagramme modelliert werden oder nur noch XML benutzt werden. Es kommt eigentlich auf den Mix an. Denn je nach Anwendung müssen wir halt eine geeignete Darstellungsform auswählen, auch innerhalb einer Norm unterschiedliche eventuell. Brauchen wir komplexe Modellierungen oder Graphdarstellungen, weil wir Simulationen oder Konformitätsprüfungen unterstützen wollen, automatisiert, dann müssen wir diese eben erstellen. Wollen wir das nicht, reicht es eventuell weiterhin Text mit ein paar Zusatzinformationen zu haben, die dann halt noch Anwendungsinformationen anreichern. Kann auch ausreichend sein. Die Frage ist jetzt aber, warum verwenden wir diese Technologien nicht bereits heute viel intensiver? Nun, zum einen gibt es keine Regeln oder Unterstützung dafür seitens der Normungsorganisation, zumindest nicht so viele. Jedes TC, also Technical Committee, kämpft hier mehr oder weniger für sich allein. Zum anderen mangelt es wieder an unseren drei Digitalisierungsthemen, die wir eingangs gesehen haben. Digitalisieren, vernetzen und automatisieren. Man kann beispielsweise komplexe Modelle schon heute entwerfen, zum Beispiel UML-Klassen. Diese Modelle werden aber meistens aus Verzweiflung als Bild in die PDF eingebettet oder landen als Extra-Datei in einer ZIP zur Norm, die vielleicht eventuell niemand kennt oder nicht mal weiß, dass die existiert. Und diese Extra-Dateien sind auch nicht versioniert, können nicht referenziert werden wie Normdokumente untereinander und können natürlich in einer Suche in der Bibliothek oder einem Webshop nicht entsprechend berücksichtigt werden. Ja. Bis vor kurzem konnten wir damit eigentlich noch ganz gut leben. Komplexe Formeln oder seitenlange Modelle sind eh viel zu schwer zu lesen und es gibt nur eine Handvoll von Menschen, die damit überhaupt etwas anfangen können. Und das ist genau der Grund, warum wir so ein Problem mit der Digitalisierung haben. Der aktuelle Inhalt von Normen ist für Menschen verständlich geschrieben. Nun, das ist ja auch gut so, sind es doch Menschen, die den Norminhalt interpretieren und anwenden müssen. In der Digitalisierung der Industrie ändert sich aber genau dieser Umstand. Wie wir ja in unserer Vision mit den Pfeilen etwas gesehen haben, geht der Weg weg vom manuellen Prozess eher hin zum modernen Informationsfluss, unterstützt durch IT-Systeme und Maschinen. Das Verhalten einer Maschine wird immer ja mehr auch von anderen Maschinen analysiert, interpretiert und sogar gesteuert. Das bedeutet, wir müssen genau hier jetzt so einen Paradigmenwechsel ein bisschen einleiten, um halt genau diese maschinelle Unterstützung in Zukunft weiter zu verbessern, um halt die Digitalisierung der Industrie auch entsprechend unterstützen zu können. Ja, zukünftig wird also diese maschinelle Verarbeitung normativer Inhalte immer wichtiger werden. Doch was genau bedeutet maschinell in diesem Zusammenhang? Ich möchte Ihnen dazu zwei Modelle zeigen, die eine erste Einordnung versuchen. Das erste Modell ist von der Universität Duisburg-Essen und es unterscheidet drei Stufen, die sich in ihrem Reifegrad und ihrer Mächtigkeit voneinander unterscheiden. Der Reifegrad hier auf der rechten Seite bezieht sich auf die Informationen und ist umso höher, je formaler die Informationen vorliegen. Die Mächtigkeit, der Fall hier auf der linken Seite, bedeutet, je mächtiger, umso mehr kann eine Maschine mit den Informationen anfangen. Die Hauptbotschaft dieses Modells ist also, je formaler die Informationen vorliegen, umso nützlicher sind sie für die Maschinen. Deswegen verwundert es wahrscheinlich auch nicht, dass hier auf dieser untersten Ebene die Maschinenlesbarkeit ist. Der Formalisierungsgrad und somit der Nutzen sind hier am niedrigsten. Eine Maschine oder Software ist hier in der Lage, die Informationen zu lesen, weil sie digital vorliegen. Aber ja, viel mehr kann sie damit wahrscheinlich auch nicht anstellen. Zumindest nicht ohne weitere Unterstützung durch Menschen oder Programmierung. Stufe 2, die Maschinenumsetzbarkeit, bedeutet, dass die Informationen mit Kontext und Ausführungslogik verknüpft sind. Das heißt, Formeln, Tabellen oder Modelle sind als solches gekennzeichnet und liegen in einer Form bereit, dass sie auch direkt halt
angewendet werden können. Also beispielsweise eine mathematische Formel kann direkt in einer Berechnung verwendet werden, weil die HTML-Beschreibung vorliegt und nicht dazwischen ein Bild ist, was man erstmal quasi wieder in eine Formel umwandeln müsste. Hier sind die, ja, hier ist das also quasi vorhanden und man kann es anwenden oder es ist umsetzbar. Die letzte Stufe ist die sogenannte Maschineninterpretierbarkeit mit der höchsten Mächtigkeit und dem höchsten Formalisierungsgrad. Hier sind die Informationen quasi selbsterklärend, sodass eine Maschine nicht nur Formel oder Anforderungen anwenden kann, finden kann, sondern selbst entscheiden kann, welche davon sind in einer jeweiligen Situation. Das verstehen wir halt unter Maschineninterpretierbarkeit. Ja, das Besondere am nächsten Modell ist, dass es aus einer strategischen Arbeitsgruppe der IEC eigentlich entstanden ist, aber mittlerweile sowohl in der IEC als auch in ISO als gemeinsame Diskussionsgrundlage anerkannt ist und auch tatsächlich verwendet wird. Das Modell ermöglicht eine Art Standortbestimmung zum Thema Maschineninterpretierbarkeit bzw. zur Digitalisierung. Also versucht Fragen zu geben oder Antworten besser gesagt zu geben auf, woher kommen wir eigentlich bei der Digitalisierung, wo stehen wir aktuell und wohin wollen wir uns eigentlich weiterentwickeln, also wohin kann die Reise gehen. Auf Level 0, was Sie hier unten links sehen, im Papierformat haben wir quasi gar keine Digitalisierung, nur das Dokument als Papierversion. Eine Maschine kann somit damit nichts anfangen, es müsste erst quasi eingescannt werden. Level 1, das digitale Dokument, beschreibt den Schritt vom Papier halt hin zu PDF oder zu einer digitalen Form. Dies war in der Normung ein großer und langwieriger Schritt. Und wir haben zwar mit dem PDF ein digitales Format jetzt, was in Anlehnung an das vorige Modell durchaus auch als maschinenlesbar bezeichnet werden kann, aber der Aufwand, dies wirklich zu tun, also die Inhalte herauszulesen, ist allerdings noch sehr hoch. Warum? Das kommt jetzt gleich bei Level 2. Bei Level 2, das maschinenlesbare Dokument, haben wir das Dokument in einem strukturierten Format, welches Formatierung vom Inhalt trennt. Das ist das Wichtige. Somit haben wir erst mit der Einführung mit XML hier bei uns in der Normung einen ersten vollständigen maschinenlesbaren Zugriff auf die Inhalte geschaffen. Dadurch ist es jetzt möglich, Normen nicht nur als PDF zu veröffentlichen, sondern auch in der beispielsweise in der VDE-Normenbibliothek oder in DIN-Anwendungen oder in anderen halt Darstellungsformen. Aktuell befinden wir uns weltweit auf genau diesem Level, wobei wir hier längst noch nicht alle Vorteile ausgeschöpft haben. Nächstes Ziel ist es, Level 2 verschiedene und ausführbare Inhalte zu erreichen. Das ist der Schritt vom Dokument hin zur Information. Auf Level 2 wissen wir, dass in Abschnitt 5 einer Norm zum Beispiel die Anforderungen definiert sind. Wir können diese Satz für Satz auslesen und die Formatierungsangaben ignorieren, aber erst auf Level 3 sind wir in der Lage zu wissen, wie viele Anforderungen haben wir eigentlich in Abschnitt 5, wo genau fängt eine Anforderung an, wo hört sie auf, wie stehen die Anforderungen zueinander in Beziehung und kann ich diese einzelnen Anforderungen auch ausspielen bzw. direkt in einem Requirement Engineering Programm importieren. Das bedeutet, Level 3 ist eine Mischung aus ja, dieser Maschinenumsetzbarkeit aus dem vorigen Modell der Universität Duisburg-Essen plus diesem feingranularen Zugriff auf die einzelnen Informationen in einer Norm beziehungsweise auch über mehrere Normen hinweg. Aktuell gibt es zahlreiche nationale wie internationale Projekte, sich diesem Level 3 zu nähern, beziehungsweise zu verstehen, was es überhaupt bedeutet, dieses Level zu erreichen und was für Möglichkeiten sich dadurch eröffnen. Das letzte Level kommt uns, denke ich, auch bekannt vor aus dem vorigen Modell. Es ist die Maschineninterpretierbarkeit oder hier maschineninterpretierbare Inhalte. Auch in diesem Modell ist die automatisierte Interpretierbarkeit und Anwendung der Informationen das ultimative Ziel. Ich möchte jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, aber die einzelnen Unterpunkte der Level zeigen es ganz schon. Der Aufwand, die Level 3 und vor allem Level 4 zu erreichen, ist enorm groß.
Um eine Maschineninterpretierbarkeit zu ermöglichen, müssen wir bereits eine vollständige Erfassung und Vernetzung der Informationen und Systeme haben. Sonst haben wir nicht das große ganze Bild und verstehen die Zusammenhänge. Das heißt, Level 4 ist vor allem eine Systemfrage. Eine Level 4-Norm wäre jetzt zwar technisch möglich und realisierbar, aber erst durch das, was die Level davor als System aufbauen, machen Level 4-Normen eigentlich überhaupt erst handbar und realisierbar. Ja, und jetzt für mich als letzte Folie. Klar, das Ganze ist eine Systemfrage, aber wir fokussieren uns, wie gesagt, auf die digitale Norm. Aber das ist nicht alles. Drumherum gibt es noch viele andere Aspekte. Unserer Meinung nach kann man diese Aspekte um die digitale Norm herum in 7 Bereiche unterteilen. Die Grafik, denke ich, kennen Sie. Die gab es bereits im IDIS-Flyer bzw. auf der DKE-Homepage. Aber nur mal ein paar Aspekte hervorzuheben. Wir brauchen neue Standards für digitale Normen. Die gezeigten Darstellungsformen müssen irgendwie reglementiert werden und Best Practices zur Anwendung definiert werden. Aktuell macht das jeder für sich alleine. Deswegen ist ein gewisses Chaos da. Die Einhaltung von diesen Regeln der Normerstellungsprozesse als solches oder so muss durch Werkzeuge und IT-Systeme irgendwie unterstützt werden. Stichwort Vernetzung von Informationen. Wir können es ja nicht den Normerstellern überlassen, in 20 unterschiedlichen Datenbanken nach Informationen zu suchen. Das muss mit zentralen Tools vereinigt und zusammengeführt werden. Generell muss der gesteigerte Erstellungsaufwand digitaler Normen für die Experten irgendwie abgefedert werden. Experten einfach zu sagen, macht mal eine maschineninterpretierbare Norm, wird nicht funktionieren, auch wenn es schön wäre. Aber ja, die ganzen Prozesse, die IT, aber auch der Zugriff auf Normen, es ist aktuell dokumentbasiert. Wir müssen hier eine Entwicklung hin zu Informationen, zu einer Serviceorientierung irgendwie hinkriegen. Denn ja, das ist mit enormen Aufwendungen halt auf allen Ebenen verbunden und schließt vielfältige Fragen ein, auch bezüglich Geschäftsmodelle, Haftungsfragen, agiler Prozesse etc. Und das müssen wir irgendwie alles gemeinsam angehen. Wir werden im zweiten Webinar noch genauer auf diese Themen eingehen und wie man sich da halt auch Vorschläge geben, wie man sich dem nähern kann. Aber das ist ja auch Ziel, dann später gemeinsam zu entscheiden, was hier die wichtigen nächsten Schritte sind. Und ja, an dieser Stelle möchte ich auch an meinen Kollegen Mario Schacht übergeben, der Ihnen jetzt weiterführende Überlegungen zum Thema digitale Norm und damit den verbundenen Auswirkungen auf den Normungsprozess präsentieren wird, beziehungsweise wenn es Fragen gibt. Ja, vielen Dank, Damian. Wir hatten ja eingangs erwähnt, dass wir auch einen Break nutzen, um eventuelle Fragen von Ihrer Seite hier an dieser Stelle schon mal beantworten zu können. Herr Kriegsmann schreibt uns im Chat, dass er nichts im Chat von Ihnen hat. Es ist aber auch kein Problem, sowieso nicht. Wir können also jederzeit können wir zwischendurch auch Fragen beantworten, sodass ich jetzt tatsächlich erstmal weitermachen werde oder wir am Ende unseres Seminars nochmal in den Dialog kommen können. Ja, Definition Smart Standards, das kennen wir alle. Standards für Maschinen, für Software, die sollten anwendbar sein, applicable, lesbar und transferierbar. Das ist ein Satz. Wenn man jemand, der gerne auch in Bildern spricht, als alter Konstrukteur, muss man sozusagen. Und im nächsten Bild sieht man, jetzt muss ich mal sehen, wie ich die Steuerung wieder habe. Ja, was kann man, wie kann man dieses visualisieren? Ein Standard, so wie er heute aussieht. Eine Norm besteht aus Texten, Tabellen. In den Tabellen sind Zahlen. Wir haben Formeln, wir haben Bilder, Grafiken und so weiter. Diese gilt es in eine maschinenlesbare Struktur zu überführen. Dann haben wir von Smart Standards, also schon mal S und M. Ja, wie geht es weiter aus Kundensicht? Die sichere Anwendbarkeit kann und wird heutzutage auch über die sogenannten Metainformationen zu den einzelnen Normeninhalten oder Normen sichergestellt. Das ist ein eingeführtes Verfahren schon seit vielen, vielen Jahren, das wir weiter zu entwickeln gedenken. Darauf komme ich etwas später nochmal zu sprechen. Das A. Und die Lesbarkeit, das ist eine Forderung von Kunden, die immer stärker wird, sollte möglich sein, insbesondere bei Anforderungsmanagementsystemen. Das heißt, das Ausleiten oder Überführen von bestimmten Anforderungen in Normen
so aufzubereiten, dass diese in Requirement Systems der Kunden auch überleitbar sind. RegIF oder RegIF ist ein Verfahren, darauf gehen wir heute nicht weiter ein. Das kann so ein Modell sein, mithilfe dessen so etwas möglich ist. Die Transferierbarkeit von digitalen Objekten aus einer Norm heraus kann sichergestellt werden, teilweise heute schon, aber zukünftig dann in einem Regelprozess über eine Datenbank. Hier ist beispielsweise mal MarkLogic in Land, eine Datenbank, die sich tatsächlich auch europäisch und weltweit durchgesetzt hat, wie das Aufnehmen von entsprechenden Normeninformationen in XML. Ja, das sehen Sie hier. Ich denke, man kann meine Maus auch sehen, hier, wie ich es bewege. Das sind solche Konstrukte, die heute tatsächlich schon in Normen abgedruckt sind, deren derzeitige Verwendung aber nur sichergestellt wird, wenn man es nochmal abtippt, um es mal ganz einfach zu sagen. Das kann natürlich nicht sein für die Zukunft. Nehmen wir hier diese Tabelleninhalte. Auch das ist etwas, was wir in Zukunft leicht, zum Teil heute in einzelnen Projekten schon machbar, aber leicht auch zum Beispiel in Excel überführen müssen. Formeln übernehmbar in MatCAD, Grafiken, technische Zeichnungen übernehmen können in CAD-Systemen über standardisierte Schnittstellen, Protokolle wie IGES, STEP und so weiter. Das alles sind Themen, die mit der Transferierbarkeit als Forderung zu tun haben. Und es gibt tatsächlich noch ein zweites T, das sich hinter Smart versteckt, nämlich das Schaffen sozusagen einer größeren Transparenz von Normen-Content, indem wir auch zusätzliche Schlüsselworte hinterlegen, zum Beispiel auch sagen, in welcher Anwendungsphase, Nutzungsphase so eine Norminformation ihre Wirkung entfaltet, welche Funktion sie hat, welche Verbindlichkeit Bindingness dahinter steht. Ist es eine Muss-Funktion oder eine Empfehlung beispielsweise? Alles das sind Informationen, die in einem Informationsmodell hinterlegt werden können. Daran arbeiten wir zurzeit auch in verschiedenen Projekten, um insgesamt den Anspruch an Smart Standards erfüllen zu können. Das ist immer eine Visualisierung der Definition zum besseren Verständnis. Nun, auf der linken Seite sehen wir aber die Normen. Ja, die muss auch letztlich erarbeitet werden. Heute ist es so, dass diese Normen in einem Post-Processing, also nachgelagerten Prozessen von Nicht-Normungsexperten aufgearbeitet wird, um diese für den Rechner unterstützten Prozess zugänglich zu machen. Das wird so nicht bleiben können. Ich möchte in einer Abfolge mal erläutern, wie so etwas aussehen wird. H2H oder Human to Human, das sieht ja alles aus wie eine chemische Formel. Dahinter stehen die bereits eingeführten Begrifflichkeiten Human to Human, das heißt Stand heute. Experten entwickeln Normeninhalte und stellen diese dann tatsächlich auch menschenlesbar der Community zur Verfügung, damit diese Informationen im Netzwerk geteilt werden können und auch genutzt werden können. Der nächste Schritt ist der nur logische in Richtung Smart Standards, dass diese Informationen, die hier in den Standards, in den Normen enthalten sind, so aufgearbeitet werden müssen, dass sie auch für Menschen letztlich in einer strukturierten, formalisierten, den Begriff hat Charney schon mehrfach erwähnt, so aufgearbeitet werden müssen in einer formalisierten Form, dass diese dann auch in einer Datenbank, hier symbolisiert mit dieser Tonne, als Einzelinformation sicher abgelegt, verwaltet, versioniert und bereitgestellt werden können. Wir nennen das Machine Readable Content. Ja, und damit hat man dann die Ausgangsposition, um kundenseitig ganz rechts hoffentlich auch Menschen oder aber auch Maschinen zu unterstützen mit entsprechenden feingranularen Informationen über Systeme, die heute in der Industrie schon eingeführt sind, CAD-Systeme, ERP oder PLM. Das ist eben heute ohne einen konkreten Aufarbeitungsaufwand im Einzelfall zwar möglich, aber von einem Regelbetrieb kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Das heißt, das ganze Prinzip Smart Standards folgt, wenn Sie so wollen, dieser Logik von menschlichen Experten logischerweise, Content so zu formalisieren in einem zweiten Schritt, dass diese
in eine maschinenlesbare Form überführt werden können, die dann die Ausgangslage darstellt für Systeme der Kunden, um diese dann in deren Kundensysteme für ganz bestimmte Anwendungsprozesse zur Verfügung zu stellen. Ich erinnere da an die eine Folie von Herrn Schani gleich zu Beginn der Präsentation, in der er auch gesagt hat oder dargestellt hat, wie diese Informationen in verschiedene Teilprozesse von Kunden einfließen können. Welche Rolle muss zukünftig die Normung übernehmen? Das ist nicht mehr nur die Festlegung des technischen Gegenstandes, das kann es nicht sein, und der Überlassung dieser Strukturierung durch andere Damen und Herren, die dann erstmal nachinterpretieren müssen, was ist denn da eigentlich gemeint, sondern der Normungsprozess muss sich darüber hinaus erstrecken bis hin zu der Strukturierung des entsprechenden Wissens, des Normenwissens, nicht unter Vernachlässigung einer Darstellungsform, die natürlich noch menschenlesbar ist. Das möchte ich ganz kurz erläutern. Das ist hier so ein Balken, wenn Sie so wollen, über den ich jetzt ganz kurz nochmal sprechen möchte. Das wird uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch noch beschäftigen, wie wir diesen Normungsprozess für Smart Standards dann auch gestalten werden. Wir sehen da ganz klar drei Stufen. Es wird auch mit der Perspektive voll elektronisch nutzbare, transferierbare Normen zu nutzen, immer eine Phase geben, in der die Fachexperten in einer für sie vorgegebenen Zeit etwas zu Papier bringen, im tragenden Sinne in einer natürlich sprachlichen Darstellungsform, um dieses Expertenwissen überhaupt zu artikulieren, letztlich zusammenzuführen und unter Berücksichtigung der entsprechenden Regeln, die es hier gibt, auch abzustimmen. Das wird aus unserer Sicht immer so sein müssen. Aber im nächsten Schritt muss schon ein Formalisierungsschritt erfolgen, sonst kommen wir einfach nicht in die Position, diese nicht formalisierten Informationen, so wie sie heute vorfinden, tatsächlich auch maschinenlesbar zu gestalten. Dieser Formalisierungsschritt muss auch von den Fachexperten erfolgen. Das ist unabdingbar. Dazu sind sicherlich erweiterte Strukturierungskompetenzen notwendig, um tatsächlich auch mit Hilfe von festzulegenden Methoden diese Formalisierung durchzuführen. Uns können in Zukunft Tools dabei unterstützen, die dafür Sorge tragen, diesen Formalisierungsprozess homogen sozusagen durchzuführen. Ja, und in einem dritten Schritt muss es tatsächlich auch schon Modellierungsdarstellungsformen geben. Auch diese, und das ist jetzt die These, sollten im Rahmen eines Normungsvorhabens für ein Smart Standards von den Fachexperten durchgeführt werden. In Einzelfällen haben wir das heute schon bei der Sachmerkmalleistennormung oder im Standardleistungsbuch, haben wir tatsächlich solche Normen, die alle drei Schritte beinhalten. Aber man kann nicht davon reden, dass wir heute einen Standardprozess tatsächlich daraus ableiten können, aber darauf wird es hinauslaufen müssen, dass wir diese drei Darstellungsformen sicher belegen können, schon aus Produkthaftungsgründen, um dann den Input zu leisten für die Weiterverarbeitung der entsprechenden Inhalte über Lösungen, die wir den Kunden dann zur Verfügung stellen können. Und das ist genau der Punkt, den ich Ihnen jetzt gerne in drei, vier Folien zeigen möchte. Ich möchte gerne den Prozess vom Experten bis hin zum Nutzer von Normen in verschiedenen Verantwortungsbereichen darstellen. Und ich beginne einmal mit dem, was wir bereits haben, schon über Jahre hinweg eingeführt haben, um den Unterschied darzulegen, wie es quasi in den nächsten ein, zwei Jahren oder drei Jahren aussehen wird und wie ein Zielsystem für Smart Standards sich daraus logischerweise ableiten könnte. Gehen wir mal ganz links in die Erarbeitung von Normen durch Experten. Das ist hier die Norm, so wie wir sie kennen. Und die wird natürlich heute vor dem Hintergrund in Deutschland der DIN 820 entwickelt. Und die Experten sind dann irgendwann fertig. Das ist hier so eine Lücke, die immer auch die Verantwortungsabgrenzung dokumentiert. Diese Norm
in Form eines Word- und PDF-Files, wird dann übergeben, zum Beispiel in die DIN-Software oder die entsprechende Abteilung in der DKE. Und die Damen und Herren dort, da komme ich noch drauf zu sprechen, machen etwas damit, indexieren, wie es so schön heißt, die bauen ja nicht nur ein Filesystem auf, in dem die PDFs dann zur Verfügung stehen, sondern um diese entsprechenden Dokumente wird es sogenannte Metadaten geben, mithilfe derer man, ohne dass man die Norm liest, tatsächlich so in etwa weiß, worum geht es, welche Beziehungen gibt es zu der anderen, zu anderen Normen, die noch eine Rolle spielen und so weiter. Und diese Information, dieses Content Management, ist wiederum die Ausgangsposition, zum Beispiel für den Beuth Verlag und den VDE Verlag, die dann mithilfe von Verfahren, von Normmanagementsystemen, von Kompilationen oder auch über einen Webshop in der Lage sind, solche Dokumente, die hier erarbeitet worden sind, über Metainformationen sicher an den Mann und an die Frau zu bringen, die dann wiederum in der Lage sind, diese einzelnen Normen im Netzwerk, in ihrem Beziehungsgeflecht, in ihrem Lebenszyklus eindeutig zu identifizieren. Das ist die Ausgangssituation. Lassen Sie mich, weil es eine besondere Bedeutung auch für Smart Standards hat, diesen Prozess Schritt Content Management in den Software DKE kurz erläutern, um dann historisch sozusagen abzuschließen, was dort gemacht wird. Tatsächlich, und das ist etwas, was seit mehreren Jahrzehnten sich auch immer weiterentwickelt hat, werden diese Regelwerke indexiert, mit Merkmalen versehen, der Rechtsbezug hergestellt, also festgestellt, wodurch wird ein technisches Regelwerk ersetzt, wie ändert es sich, gibt es Berichtigungen, sind diese identisch mit, die Zitate sind da, die Identifikation ist auch möglich über Deskriptoren, über Klassifikation und so weiter. Alles das sind sehr wertvolle Informationen rund um die einzelnen Normen, die dieses Beziehungsgeflecht näher beschreiben. Das nennen wir Erschließung oder Indexierung. Das geht ganz munter in die Datenbank und dort wird dann eine Verknüpfung der entsprechenden Metainformationen zu den Dokumenten hergestellt und damit kann man natürlich eine ganze Menge machen. Sie können dann tatsächlich diese Beziehung eindeutig identifizieren und für sich im Prozess nutzen. Was sind die Merkmale dieses Vorgehens hier in der DIN-Software? Es passiert nicht von allein. Als es 1979 begonnen hatte, waren das noch fast 50 Leute, die sich mit dieser Indexierung beschäftigt haben. Heute sind es rund 20 qualifizierte Mitarbeiter, die diesen Erschließungsprozess organisieren. Ein wichtiges, sehr wichtiges Merkmal und als Erfolgsfaktor zu betrachten, ist der regelmäßige fachliche Erfahrungsaustausch im sogenannten Benutzerfachausschuss. Zweimal im Jahr, zwei Tage, treffen sich roundabout knapp 20 Vertreter großer Firmen mit der DIN-Software. Und in diesem Benutzerfachausschuss werden sehr konkret auch Themen, Anforderungen definiert, wie sich dieses Metadatensystem weiterzuentwickeln hat, weil es tatsächlich von einem Großteil der Kunden auch die Basis darstellt, um den Normenbestand zu organisieren. Das sind rund 90 Datenfelder mittlerweile, über 300 Regelwerke, DIN ist eins und DKE sind eins davon. Und jetzt nur eine interessante Zahl, und die DIN-Software managt damit nur für ganze Normen, wie ich sie so gerne nenne, rund 60.000 Änderungen pro Jahr. Das heißt, wir sind noch nicht mal auf der granularen Ebene von Informationen, sondern betrachten ausschließlich ganze Normen und deren Verflechtung untereinander im europäischen und internationalen Kontext. Und es sind 60.000 Änderungen. Ja, womit beschäftigt sich dieses Anwendernetzwerk? Mit sehr vielen Dingen. Ich habe schon angedeutet mit Use Cases, mit Themen. Wie können wir die Qualität weiter steigern und so weiter? Warum ziele ich darauf ab? IDES, die Initiative, für die wir hier stehen, in der DKE und in Wien, kann so ein Benutzerfachausschuss für granulare Normen sein. Darauf kommen wir dann später noch weiter zu sprechen. Ich kenne diesen Benutzerfachausschuss persönlich seit 12 Jahren, weil da auch der Geschäftsführer der DIN-Software, und das ist ein unabdingbarer Input gewesen seitens der Kunden, um dieses System weiterzuentwickeln. Gut. Jetzt mal aus Sicht
der Kunden betrachtet, diese aktuelle Situation. Es gibt also eine sehr gute Nachricht, die Nutzung strukturierter und zuverlässiger Daten zum Management der Dokumente in den entsprechenden Kundensystemen ist sichergestellt. Na, klasse. Das heißt, wir müssen nichts mehr tun. Nein, stimmt nicht. Es gibt auch schlechte Nachrichten, wenn es gute gibt. Die Ausspielung erfolgt halt im Wesentlichen durch PDF, flächendeckend. Und PDF ist nun mal ein ziemlich altes Format und es gestattet nicht die Ausspielung einzelner Normen, Bausteine, Content-Bausteine. Da muss man dann auf andere Systeme wie oder Darstellungsformen wie XML und die Kennzeichnung der entsprechenden Bausteine in XML ausweichen. Eine zweite schlechte in Anführungsstrichen Nachricht ist, es hat ziemlich lange gedauert, bis wir auch einen entsprechenden Durchdringungsgrad des heutigen Systems erreicht haben. Tatsächlich alle großen und mittleren, also etwas größeren Firmen nutzen dieses System. Das ist unstrittig. Und es wird es auch weiter geben. Aber insbesondere im KMU-Bereich sehen wir hier noch Handlungsbedarf. Was heißt das für Smart Standards? Wir dürfen hier nicht zögerlich werden. Sonst wird dieses Thema, die nächste Stufe sozusagen der Indexierung, einfach zu lange dauern. Wir müssen da wesentlich schneller vorangehen. Und die Zeichen stehen auch auf grün seitens der deutschen, zumindest Normungsinstitute, der Feedbacks, die wir durch die Kunden haben, die europäischen Initiativen, die gestartet worden sind und auch in Ansätzen die internationalen. Darüber werden die Kollegen dann aber im Seminar 2 noch detaillierter sprechen können und wollen. So. Meine Damen und Herren, das ist, habe ich sozusagen kurz erläutert. Wie sieht denn die nähere Zukunft aus in den nächsten Jahren? Also die nähere Zukunft wird so aussehen, dass wir bei dem Normungssystem bleiben werden, aber zukünftig verstärkt tatsächlich einzelne Inhalte eindeutig identifizieren werden. Hier mal symbolisiert mit Rot, Blau und grüne Inhalte, deren Wichtigkeit so hoch ist, anerkanntermaßen durch die Kunden, dass wir sagen, es reicht nicht nur zu sagen, ich liefere eine ganze Norm, sondern ich liefere eine ganze Norm mit den Bestandteilen Rot, Grün und Blau, damit sie dann ganz hinten im Prozess auch identifiziert, genutzt, angesprochen werden können. Das heißt, der Input kommt vom Kunden. Ich Kunde brauche Grün und Blau und dementsprechend werden dann für Smart Standards der ersten Generation, so nenne ich das einmal, diese Inhalte dann auch strukturiert und dargestellt. Diese werden in einer Datenbank hinterlegt, die dann nunmehr nicht mehr nur Metadaten beinhaltet, sondern auch die Inhalte in XML und die Metadaten und im Bereich der Produktentwicklung durch den Beuth Verlag, VDE Verlag werden entsprechende darauf auf Anforderungen abgestimmte Lösungen bereitgestellt. Das kann zum Beispiel eine MarkLogic-Datenbank sein, mithilfe der man in der Lage ist, die verschiedenen Darstellungsformen und Anforderungen blau, rot, grün tatsächlich auch auszuspielen und zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Prozess, der läuft und läuft. Also das ist etwas, wo ich so schnell erstmal kein Ende sehe, weil der Bedarf tatsächlich auch da ist, solche Informationen zu benötigen. Es gibt aber etwas, wo wir wirklich am Anfang stehen. Ich als Berliner darf es mir erlauben, hier so ein Bild mal zu zeigen, eine leere Datenbank, eine Startbahn, die genutzt und in Betrieb genommen werden soll. Im Bereich der Standardisierung stehen wir tatsächlich deshalb am Anfang, weil es keine Einzelfallentscheidung sein soll, was ist rot, grün und blau, sondern weil wir Regeln benötigen, die wir arbeiten müssen, wie wir diese einzelnen Inhalte in einer Norm oder in Normen strukturieren und kennzeichnen wollen. An solchen Themen werden wir jetzt arbeiten. Europäisch gibt es einige in Projekten einige Ideen und mit den entsprechenden Normausschüssen und den Vertretern der Industrie stehen wir auch schon im Dialog, um solche Regeln aufzustellen. Aber wir haben sie noch nicht. So, das ist aber das mittelfristige Ziel, sehr konkret. Mario, ja, bitte.
Nur ganz kurz, weil ich auf die Uhr geguckt habe. Wir haben noch 8 Minuten. Wow, okay, also ach, ich bin immer so begeistert. Vielen Dank. Also dann machen wir mal die Zukunft, die wirkliche Zukunft etwas schneller. Sie wissen ja, das, was man noch nicht konkret kennt, darüber kann man sich eigentlich am längsten unterhalten. Das mache ich jetzt doch einmal etwas kürzer. Ein wesentlich integrierteres Vorgehen. Prozesse verschmelzen ineinander. Wir betrachten Normeninformationen nicht nur bezogen auf eine Norm, sondern auf viele Inhalte repräsentativ in verschiedenen Normen. Diese müssen von den Normungsgremien, ich habe diese eine Folie an den 3 Stufen gezeigt, tatsächlich auch in einer Darstellungsform schon in eine Datenbank eingegeben werden, damit diese weiterverarbeitet werden können. Das soll dieser farbliche Übergang hier symbolisieren. Vom Inhalt, vom Content hinein in eine Darstellungsform, die für eine Datenbank sinnvoll ist. Dann gibt es Spezialisten, wie heute die Lean-Software, DKE, aber auch vielleicht andere europäische, internationale, die alle Inhalte, und zwar nicht nur die deutschen, in dieser Art und Weise hosten, versionieren, pflegen und ausspielen. Und dann gibt es eben die Verlage dieser Welt oder Solution Provider, die auf diese Datenbank zugreifen können, müssen. Dafür gibt es noch keine Regeln, wie das erfolgt, um dann tatsächlich die Kunden, dieses Bild kennen Sie auch schon, mit den entsprechenden Teillösungen versorgen zu können. Und das ist ganz klar. Auch hier 2, 3 Fragestellungen, die ganz wichtig sind und geklärt werden müssen, sonst funktioniert dieses zukünftige System nicht. An welcher Stelle im Kundenprozess wird was genau benötigt? Also das denkt sich hier vorne niemand aus, in der Hoffnung, dass da hinten rot an dieser Stelle benutzt werden, sondern das kommt tatsächlich vom Kunden und wird im Rahmen des Standardisierungsprozesses entsprechend von Regeln dann auch berücksichtigt. Und dieser Normungsprozess, den gilt es letztlich auch für Smart Standards noch festzulegen. Aber wir sind ja auch noch nicht bei 2030 perspektivisch, sondern wir sind jetzt bei 2020. Wie sieht eine globale Datenbank für Smart Standards aus? Auch hier gibt es Diskussionen auf europäischer Ebene, in die wir uns sehr stark einbringen, um hier tatsächlich auch Möglichkeiten zu finden, sauber abgegrenzt die Informationen dort einzubringen und entsprechend den Grundgedanken von Smart Standards auszuspielen. Meine Damen und Herren, wie weit sind wir jetzt von Smart Standards entfernt? Ja, wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Das ist eine interessante Umfrage, die wir im Deutschen Normungspanel vor 2 Jahren gestellt haben. Aktuelle Nutzung digitaler Formate für Norminhalte. Und konzentrieren uns mal hier auf diese blauen Balken. Und da sieht man, ja, wir sind tatsächlich schon ziemlich weit, was PDF und Word betrifft. Das darf auch nicht anders sein. XML steht im Prinzip noch am Anfang. Das ist nicht mal ein Viertel. Und der Umgang mit Datenbanken oder Metainformationen, aus denen heraus dann Norminformationen bereitgestellt werden, da sind wir auch schon ganz gut. Ja. Über Schnittstellen und andere möchte ich nicht weitersprechen. Aber das Bild deckt eigentlich unsere Vorstellung davon, wie wir gewohnt sind, mit bestimmten digitalen Formaten umzugehen. Aber wenn man mal schaut, sind so 1.000 Firmen genannt worden, sind es denn die digitalen Champions oder die digitalen Novizen, interessante Klassifizierung übrigens, die sich damit auskennen, dann stellen wir fest, ja, das fehlt derjenigen, die richtig viel Ahnung und wenig Ahnung haben zu dem Thema in Bezug auf PDF und Word. Das Feld liegt dicht beieinander, da kann man nicht stark differenzieren. Das sieht anders aus bei dem Format, dem zukünftigen Format für Smart Standards, XML. Da sind die großen Firmen sehr viel weiter. Das wissen wir aufgrund der Analyse und kleineren Firmen und diejenigen, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, sind sehr weit im Hintertreffen. Aber das kann so nicht bleiben. Auch das ist ein Prozess, den wir auf breiter Front sozusagen in den nächsten Jahren noch in Angriff nehmen werden, um hier quasi das Thema Smart Standards voranzutreiben. Ja, also wir sind noch ein Stück davon entfernt, aber eines dieser Initiativen ist eben auch IDIS, um genau dem Abhilfe zu bieten. Smart Standards als Input für KI. Ja, auch das soll als letzte Folie von mir nicht unerwähnt bleiben. Winterreiter oder Lean insgesamt und DKE propagieren ja auch KI-Systeme als ein wichtiges Feld der Normung.
und Normanwendung. Nun, Smart Standards werden jetzt nicht die Voraussetzung für KI sein, sondern sie sind nützlich für KI. In dem Moment, wo Sie hier so Regeln abarbeiten müssen über Algorithmen, Wissen wiederum zwischenspeichern, darauf zugreifen, in diesen Regelkreis sozusagen kommen, ist eine formalisierte Form von Informationen in jedem Fall sehr, sehr nützlich, wenn sie darüber eindeutig ist, kontextbasiert und granular adressierbar, dann wird daraus eine richtig runde Sache. Das heißt, auch mit der Initiative Smart Standards werden wir das Thema KI weiter vorantreiben können. Ja, so viel erstmal von meiner Seite und ich würde jetzt meinen Kollegen aus Frankfurt bitten, dann die Präsentation wieder zu übernehmen mit Mausklick. Vielen Dank. Ja, wir haben noch 2 Minuten und das mit den Fragen ist wohl ein bisschen schief gegangen. Ich habe gemerkt, dass Sie Fragen direkt an den Gastgeber, also an mich geschickt wurden, sodass mein Kollege Herr Kriegsmann diese wahrscheinlich nicht lesen konnte und deswegen uns auch nicht darauf aufmerksam machen konnte. Deswegen beantworte ich mal ganz kurz die dringendsten Fragen. Ja, die Präsentation wird ja aufgezeichnet und wird Ihnen zur Verfügung gestellt, sowohl die Slides als auch die Tonspur. Weitere Fragen waren, klar, Punkte wie Konsensbildung bei feingranularen Inhalten. Wie sehen Geschäftsmodelle dazu aus? Das sind alles sehr wichtige Fragen, die wir wissen, die müssen wir angehen, aber wir haben dazu noch keine Lösungsansätze. Deswegen sind das auch natürlich Themen, die wir gerne in IDIS reintragen würden, um gemeinsam mit Ihnen genau das weiter zu beleuchten und ja, Antworten zu finden. Die letzte Folie vom Kollegen Mario Schacht hat es auch gezeigt. Auch KI ist hier eine wichtige Sache. Es gab 2 Fragen zu KI. KI, denke ich, wird hier in zweierlei Hinsicht benötigt. Die erste Sache ist, KI kann helfen, bestimmte Prozesse zu automatisieren, Metadaten zu ermitteln, automatische Klassifizierung und solche Aspekte zu ermöglichen. Also das bedeutet, unseren Informationsgehalt zu steigern. Und auf der anderen Seite, wie Herr Schacht das gezeigt hat, kann die KI selbst auch natürlich von sowas profitieren. Wenn Smart Standards da sind in einer formalen Form, sogar vielleicht selbsterklärend, mathematisiert, dann können auch KI-Verfahren diese Informationen verwenden und nutzen. Ja, so viel zu den Fragen. Die anderen Fragen werden wir dann noch ein bisschen aufbearbeiten und im nächsten Webinar bzw. im Kickoff dann nochmal ausführlicher angehen. Für die Ton- oder Mikrofonstörungen bitte ich das zu entschuldigen. Leider zu spät gesehen an dieser Stelle. Ja, eine Zusammenfassung an dieser Stelle. Ich denke, die ist relativ selbsterklärend, aber nochmal die wichtigsten Punkte. Die Digitalisierung, die Herausforderungen und die Notwendigkeit haben wir erkannt und gehen wir schon seit geraumer Zeit an. Die digitale Norm steht im Zentrum. Wichtige Themen sind eben der Weg weg vom Dokument hin zur Information, zum feingranularen Zugriff. Die maschinelle Weiterverarbeitung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich die Vernetzung der Informationen sowie der Anwendungs- oder Anwenderfokus, um halt Bestandteil der Wertschöpfungskette zu sein. Ja, das Ganze hat nicht nur mit der digitalen Norm zu tun, sondern auch mit den Aspekten drumherum. Wir haben es gesehen mit dem Evaluation- und Stage-Modell. Auch der Prozess muss sein. Mario, könntest du bitte dein Mikrofon ausmachen? Ja, um das nochmal abzuschließen hier an dieser Stelle. Wir sind am Anfang, wir sind am Thema dran, aber erst am Anfang. Und diese Anforderungen, die wir jetzt ermittelt haben, die ersten Eigenschaften, die wir abgeleitet haben, die müssen wir jetzt zusammen mit der Industrie, mit unseren Partnern zusammen angehen, konkretisieren und auch Lösungen, Strategien für die Umsetzung erarbeiten. Und der Ort, wo wir das machen wollen, ist halt genau IDIS, die Initiative Digitale Standards. Die in einem DKE wollen hier ein Forum anbieten, wo wir genau diese Dinge besprechen können. Und im zweiten Webinar geben wir einen Ausblick darauf, wie das erfolgen kann, als Vorbereitung für den Kickoff, wo wir dann gemeinsam in die Diskussion gehen. Ja, ich gucke gerade 2 Minuten über der Zeit, natürlich nicht super, aber vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die, die noch da sind. Ja, ich hoffe,
es hat Ihnen gefallen, es war informativ und es würde mich freuen, wenn wir im zweiten Webinar wieder mit Ihnen rechnen können. Und besonders dann beim Kickoff natürlich.